Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Tag. Ich glaube, die Anfänge der Videos sind immer gleich. Heute müsste Tag 10 sein. Heute mal ohne Verwirrung. Und ja, ihr seht, die Landschaft hat sich hier ein wenig verändert. Ich habe hier ein bisschen was weggegraben, habe damit auch Excavation Skill geholt. Shovel Skill, das ist ganz cool. Hier drüben, was ich richtig cool finde, wird jetzt ein Hafen gebaut. So richtig mit riesen Gate hier. Also ich freue mich schon, wie das. Also bin echt gespannt, wie das aussieht. Es geht dann so hier über diese ganze Bucht in den Dschungel halb hinein. Mal sehen, wie das hier mit dem Straßennetz verbunden wird. Hier sind noch ein Bäumchen nach. Das lassen wir einfach. Das soll er wegmachen. Ja, hier haben wir die PvP-Arena. Leicht verändert, etwas verändert. Wir haben jetzt auch Bäume. Das kommt mir bekannt vor hier mit den. Es gewittert gerade. Ja, was soll's. Mit den Leitern hier an den Bäumen. Und hier haben wir eine kleine Burg, so ein kleiner Ausschnitt. Und das soll dann hier die PvP-Kämpfe. Aber muss noch ein bisschen eingerichtet werden, weil es klappt noch irgendwie nicht. Also, wir können es noch nicht schlagen. Und hier hat jemand was kaputt gemacht. Ah, das werde ich gleich mal verfolgen. Wie ging denn das nochmal? CO-Ins. So war das, glaube ich. Ja, genau. So, hier hatte ich einen Glasblock. Grätsche. 50 Stunden? Schon ewig her. Ah, was soll's. So muss man nicht als Griefen sehen, Grätsche. Du bist kein Griefer, ich weiß. Ich mag's nicht. Ich mag lieber. Ich mag lieber Lockblock. Das ist besser. Ja, in meiner Villa hat sich eigentlich nichts geändert. Hört ihr es gerade krummeln draußen? Na, egal. Hier unten bauen jetzt Fighter Krieg. Und ja. Also ich habe mich heute noch gar nicht umgeschaut. Ich bin vielleicht jetzt 2 Stunden am Spielen ungefähr. Und hier scheint jetzt. Ach ja, das Gebäude wächst hier. Die Idee wurde scheinbar verworfen mit der Lava und den Pistons und so in dem Vorhang. Weiß auch nicht, man kann sich jetzt hier eine Etage anmieten. Ja, hier. Willst du auch eine Etage? Dann melde dich beim Baumeister. Malbix. Interessant, also sieht teuer aus, ja, alles mit Gold und Eisen und so. Und hier, das finde ich genial. Das habe ich jetzt vorhin gerade entdeckt. Das ist eine Weizenmaschine. Ich weiß nicht, ob ich das nutzen darf. Ich nehme es einfach. Also man stellt sich hier rein. Man hat Baumehl in der Hand und tut das füttern. So, und dann bekommt man Samen. Baumehl. Samen. Baumehl. Samen. Baumehl. Samen. Baumehl. Und so kommt man dann schnell an Weizen ran. So. Ja, ich mache nochmal hier ein Reset. Nee, ich muss es so machen. So, genau. Ja. Die Schienen wurden, denke ich mal, erweitert, grob. Ob sich hier was geändert hat, das weiß ich nicht. Hier ist jetzt eine Rundbahn scheinbar irgendwie. Und ja, schauen wir uns mal hier hinten um. Habe ich auch noch nicht geschaut, ob sich was geändert hat. Ob das schon stand, das weiß ich nicht. Aber ich fliege einfach mal hier so drüber. Ach ja, Grätsche. Grätsche baut hier schon jetzt weiter. Wenn man hier reinkommt. Ja, man kommt hier rein. Interessant. Was brennt? Aber cooles Häuschen. Also es war rechteckig, aber cooles Häuschen. Gefällt mir. Ach, das ist der Ofen. Okay. Ja. Wir haben, denke ich mal, können wir schauen. Erge-Info Jotun. Wen haben wir denn jetzt hier drinnen neu? Wende Mainz ist. Ah, hier, Wende Mainz ist drin. Niki. Ach, Niki. Ja. Das ist schön.
Das ist schön, das gefällt mir. Wenn du meinst, baut ja bei uns jetzt. Ich weiß nicht wo. Was ist denn das? Was ist das? Lift down, Gravel abbauen, sammeln, auffüllen. You would be obstructed. Bestimmt hier zum Graben-Skill oder so bekommen. Naja. Würde mit Sand eher bringen, weil man könnte ja durchaus Flint rauskriegen. Okay. Hat sich hier was geändert? Scheinen hier irgendwie Sugarcanes rundum gesetzt zu haben, wer auch immer das war. Ich weiß nicht warum. Wieso, weshalb, aber hier scheint komplett alles mit Sugarcanes. Wer war denn das? Wer hat denn das schon wieder verbockt? Oder verbockt, was heißt verbockt? Ich finde es einfach nur irgendwie nervtötend, dann sowas zu haben. Ne? Gehen wir mal in die andere Richtung. Ich kenne das noch von alten. Ja, da hieß das Dorf noch das Dorf und wir hatten trotzdem keinen richtigen Namen. Oh, es hat gerade geblitzt. Das ist bestimmt gleich knallen. Ah, das ist mein Handy. Ah, doch kein Knall. Ah. Da war der Blitz aber weit entfernt. Es geht ja echt bis hier raus in diese, ins Nordkap quasi. Hier wird garantiert auch noch ein schöner Baugrundstück. Bereich, Baugrundstücksbereich, was auch immer das ist. Na, ein neues Wohngebiet könnte man hier hin machen. Mit einer. Nee, bestimmt nicht. Borg passt hier nicht mehr hin. Das ist nämlich in dieses Gebäude. In den Weg. Ja, Tomate 93, sein Häuschen. Und. Ja. Ich will jetzt hier nicht dumm rumquatschen. Ah, jetzt haben wir eine Unterführung. Ich glaube, irgendwo durfte ich mit Holz auskleiden. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Irgendwo hier bestimmt. Hier? Nee. Auch nicht. Nun ja, also der Kreml muss noch irgendwie eingerichtet werden. Wir haben jetzt. Gehen wir mal hier hoch, ob hier was ist. Ui, 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 ui. Ah, okay. Ja. Ach hier. Wir müssen das irgendwie jetzt noch fertig machen. Wir machen ein Portal. Ja, gehen wir nochmal nach zum Spawn. So. Will ich aber nicht. Ich will jetzt zum Kerker. Gehen wir mal kurz in den Kerker, das ist cool. Sind wir hier im Kerker drin? Wir kommen nie wieder raus. Nein. Hier sind dann die Jails, hier werden sie dann reingepackt. Wer böse war, der wird dann hier meinetwegen für eine Stunde oder so gejailt. Na gut, eine Stunde jailen ist schon ein bisschen heftig. Muss man eine Stunde AFK stehen bleiben oder so? Ne, nicht mal AFK, man muss aktiv sein. Das bringt das nicht, ja, das ist schon Strafe genug. Gehen wir mal wieder nach Jotunheim. So, und wir landen im Kreml. Ja, also der Kreml steht noch, wunderbar. Keine TNT-Flächen so drin. Und ja, das war wieder mal ein kleiner Blick in Jotunheimer Geschichten. In Erzählungen? Nee. Wie immer ein kleiner Durchflug. Vielleicht erkennt ihr ja mehr Unterschiede. Das ist ja immer so beim Videodrehen, kriegt man nicht immer also alles mit. Auch nicht auch die Sprachfehler oder Rechtschreibfehler, Grammatikfehler, die kriegt man nicht unbedingt sofort mit, wenn man jetzt hier kommentiert. Redet während des Videodrehs, weil man muss sich auf Spielen konzentrieren, reden und denken und sprechen. Ja, bestimmt wieder wiederholt. Ja. Was entwickelt sich? Das ist die dunkle Kammer hier unten. Das krummelt aber draußen. Ja. Ja, jedenfalls kommt, wie gesagt, hier ein Hafen hin und da ein Gate. Aber ja, lassen wir mal das dumm rumgequatsche. Ich hoffe, dieser Tag 10 hat euch gefallen. Und wir sehen uns natürlich am nächsten Tag. Morgen bestimmt. Auf alle Fälle. Tag 11. Es sei denn, ich habe keine Zeit. Ja, ich werde bestimmt Zeit haben. Also dann, tschüssi, euer Hani0007. Aber hier heiße ich so, wie es da oben steht. Ja, und ich wohne mit meiner Freundin hier. Oder meine Freundin wohnt hier. Also okay, also tschüssi.